Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan. Die junge Dame hat sich ein bisschen aufs Dach gesetzt und die Aussicht genossen. In der Zeit ist die Schmiede fertig geworden. Beziehungsweise die Werkbank des Schmiedes. Die Schmiede haben wir ja schon. Ja, jetzt platzieren wir das gute Stück. Gucken, passt das hier? Jawohl. Und schauen mal, dass wir unsere Eisensachen zusammengebastelt kriegen. Und da wäre jetzt natürlich die große Frage: Was brauchen wir dafür? Äste und Eisenbarren. Gucken wir mal. Äste haben wir reichlich und Eisenbarren habe ich durchlaufen lassen weiter. Das heißt, wir müssten tatsächlich in der Lage sein, jetzt schon mal den Eisenpickel zu bauen. Oh. Okay. Leder. Braucht eine ganze Menge. Hierfür brauchen wir noch Leder. Was brauchen wir denn für das normale Leder? Wie kriegen wir das denn? Heu. Ladida. Kriegen wir ein normales Leder weg? Häuten? Nö, sieht alles nicht nach normalem Leder aus. Das hier machen? Ach, ich glaube, ich weiß, was wir dafür tun müssen. Irgendwo gesehen, dass es diese. Wo sind sie denn? Die Dinger hier gab. Muss ich doch bestimmt so ein Ding mal aufstellen. Kann ich das? Da sind sie. Gerberei, Karamba. Gut. Oh, das ist gar nicht so viel. Ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Was wir aber auf jeden Fall machen wollen, ist das Ding mal hier überladen. Und dann kann. Ach, jetzt habe ich das, glaube ich. Jetzt habe ich das, glaube ich, hier. Das. So. Schmeißen wir das mal hier rüber. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Und dann würde ich sagen: Eisen läuft. Wie viel Eisen haben wir hier noch gehabt? Sechs. Ja, das reicht noch. Gucken wir mal, was wir für die Gerberausrüstung so brauchen. Was hatte ich jetzt gesagt? Zwirn, Holz, Stein. Was fehlt uns noch? Rinde, noch mehr Zwirn. Bisschen Rinde und noch ein bisschen Holz. Ja, das gehen wir noch schnell sammeln. Das machen wir gerade gemeinsam. Und dann wollen wir mal ein bisschen mehr Action in die Folgen reinbringen. Bringen. Naja, wir hatten ja schon ein bisschen Action. Aber nee, ich finde Sterben jetzt nicht unbedingt toll. Nicht auf diese Art und Weise. Hatte da was zu lachen. So, den Teil haben wir. Dann steigen wir oben auf die Spitzhacke. Wir brauchen ja jetzt reichlich von dem Rindenzeug. Machen wir uns hier hinten mal noch ein paar Bäumchen. Ah, könnte reichen. Ich nehme mal. Mal schnell, ob das Eisen noch gespawnt ist hier wieder. Nehmen wir das natürlich auch mit unserer neuen Eisenspitzhacke. Sieht aber alles sehr eisenlastig aus hier. Sehr schön. Her damit. Oh ja, diesmal kommt da einiges bei raus. Finde ich gut. Also Eisenspitzhacke ist schon mal richtig cool. Und ich denke, wir können damit dann auch auf Standardeinstellungen zurückstellen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. So derbe überladen. Oh ja, vielleicht wegen dem ganzen Krempel kann ich hier schon was bauen. Mal. Die Rinde fehlt. Räumen wir uns hier rüber und holen noch die Rinde. Reicht noch immer nicht. Ein bisschen aufpassen, weil hier ist auch irgendwo Mr. Crocodile. Da unten ist er. Kommt der hier direkt hoch? Jawohl. Er lässt uns aber für den Moment in Ruhe. Das ist ja äußerst nett von ihm. Ja, nicht ein einziges. Jetzt veräppelst du mich. Jetzt muss ich aber wirklich hier Risiko gehen mit dem Koko. Geht aber. Jetzt hacke ich den Baum auch noch fertig. So. Ist aber schnell weggerollt. Und auf mit der Gerbermaschine. Mal wieder zurück, noch ein bisschen Eisen einschmelzen. Und ich glaube, das ist jetzt tatsächlich auch ein guter Zeitpunkt, zumal wir die Folgenlänge ja jetzt auch gekürzt haben, dass wir mit Cutten anfangen. Wir sehen uns gleich, wenn ich zurückgeschlichen bin. Sie haben ihr Ziel erreicht.
Schmeißen wir das hier rein. Läuft der noch? Nö. Das Ding ist fertiggestellt. Oh, ist schon wieder so ein Riesentisch. Junge, ich will nichts sagen, aber ich glaube, du hast deine Base ein bisschen zu klein gebaut. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Was machen wir jetzt? Hier noch, aber dann kann ich ja nichts mehr machen. Gut, dann müssen wir doch noch was anderes tun. Und zwar, 1, 2, 3. Machen wir hier ein bisschen Open Air. Rumst. Kommen wir da auf der vollen Länge dran? Ja, das habe ich mir gedacht. Machen wir das so. Da steht die Schmiede, da steht dieser andere Tisch. Heben kann. Ah, ich denke, einen machen wir noch. So machen. Yes, das geht. Sehr schön. So. Stellen wir das hier. Muss ja auch trocknen und so. Das sollte schon draußen bleiben. Finde ich toll. Kann ich so argumentieren. Lassen wir so. Gut, jetzt gucken wir mal. Also Rinde will er haben. Hammer. Und heute will er haben. Heute habe ich doch noch ein paar Häute hier, oder? Natürlich. Dann machen wir da auch noch mal Häute von. Ist jetzt nicht, ob das gut ist, aber wir machen das mal. Dann lassen wir die drei schon mal laufen. So. Vielleicht. Ja, das klappt. Und wir kriegen Leder raus. Sehr cool. Wahrscheinlich gleich noch ein paar Bäume hacken. Für ein bisschen mehr von diesem komischen Brennmaterial. Das nehmen wir schon mal mit. Das nehmen wir mit. Ach, los. Attacke. Das da rein. Und als nächstes wollten wir... Eisenaxt. Los geht's. Was war das? War das günstig? Nee. Wieder nach dem Leder. Gucken wir mal, wie viel von dem Leder brauchen wir überhaupt. Ich weiß. So, 10 Stück. Wow. Sollten wir hin. Denke ich. Eisenbarren. Leder da rein, Barren da rein. Nee, reicht. Aber halt. Hier hin. Das. Lagern. Ein. Rinderhanger. Rinderhacken, Rinderhacken. Haben wir ein bisschen Rinde gehackt. Das reicht, ich glaube es ja nicht. 10 Leder ist das Ziel. Kriegen wir damit. Gucken, ob die Brennstoffdauer reicht, aber sie müsste klappen. Sehr schön. Gucken wir mal, ob wir jetzt noch genug Eisenbarren zusammen haben. Okay, jetzt muss ich aufpassen. 17 haben wir. Ja, das Kirschnermesser hätte ich schon noch gerne gehabt, aber das kriegen wir nicht zusammen. Noch. Zwar noch mal ein bisschen Eisen mitbringen, weil wir da schon mal die ollen Dolche reinwerfen. Und dann kommt das noch weg. Auch mal auf. Wer? Das hier auch ein Imbiss? Ne, eine Zutat. Ich auch Zutaten. Auch Zutaten. In echt kann man das Zeug sogar lutschen. Habe ich mir sagen. So, als hätte ich das schon mal ausprobiert. Doch, hab. Schmeckt pervers. Klebt alles zusammen, ist richtig. Ich habe mir in dem Survival-Kurs mal sagen lassen, dass das den Verlangen nach Getränken nicht unterbindet. Nehmen wir das hier noch mit.
Gucken wir nochmal raus. Gucken wir mal, ob unsere 10 Dinger schon fertig sind. Eine noch. Vielen lieben Dank. Hier hin. So. Und Dolche. Zack. Noch rüber. Ja, gut. Das Abhäutemesser natürlich. Nicht mehr Fleisch kriegen und so. Was fehlt uns denn da noch? 20 Barren. 10 Stück. Ja, das kriegen wir unterwegs noch zusammen. Tingelt hier. Oder haben wir das eigentlich sogar schon? Und es brennt. Ja, Mann. Eisendolche. So. Gehen. Wie sieht es damit aus? Ne, das ist er. Und los geht's. Alles rein da. Und weiter geht's. So, wollen wir doch gleich mal probieren, ob diese Dolche schön funktionieren. Indem wir uns hier mit Mr. Crocodile Ausdauer vollgetankt. Dolche ausgerüstet. Und go! Jetzt hast du nach mir geschnappt. Das war ein bisschen fremd. Okay. Das hat schon mal gut geklappt. So, also das ist schon mal eine unerschöpfliche Quelle an Reptilienhaut und Wildfleisch. Das funktioniert schon mal super. So, also ich würde jetzt gerne mal, wir haben ja letztes Mal die Abstimmung gestartet, das heißt, da wir da ja noch nicht genug Ergebnisse haben, war ja erst gestern, werden wir das jetzt so machen, dass wir in der morgigen Folge uns mal versuchen, diesen K-Quadranten, diese Ecke hier will ich mir dann einmal anschauen. Das hier wird wahrscheinlich so eine Art Ruine sein oder sowas, auf jeden Fall werden wir uns hier mal ein bisschen umgucken und werden da schon mal eine geeignete Location suchen. Und entweder in der Folge danach, ja, ich denke direkt in der Folge danach, werden wir uns dann nochmal versuchen, hier hinten umzuschauen. Mal gucken, ob wir es schaffen, da hinzukommen. Das wird auf jeden Fall eine lange Reise. Ich werde den Großteil des Laufweges natürlich offscreen machen und euch dann immer dazu holen, wenn was Spannendes passiert. Gut, aber für heute würde ich sagen, wenn wir uns auf eine lange, lange Reise begeben wollen, sollten wir uns noch ein bisschen was zu essen besorgen. Also, wo sind die Kakadu-Papagei-Straußvögel? Da wäre einer. Und halt, meine Ausdauer ist gerade leer. Jetzt kann es losgehen. Adios. Kadaver-Flugschule. Oh, diesmal hat es gereicht. So, guck mal. War noch mehr davon? Hallo, Freunde. Oh, jetzt sind sie zu zweit. Weglaufen. Ausdauer tanken. Sehr schön. Stufenaufstieg. Erster Tod. Lustig. Wurden die Kadaver gepatcht? Ist alles noch derselbe Tag? Sie fliegen jedenfalls hin. Hauen wir uns hier mal nochmal so einen Verband an den Kopf. Ja, ein bisschen Fleisch haben wir. Das ist schon mal gut. Das nehmen wir auch gerne mit. Und wir hatten noch mal ein Level up, auch das wir nutzen. Steigt dadurch eigentlich die Max. Mal gerade. 334. Jetzt haben wir. Ja, die steigt mit jedem Skillpunkt darauf. Finde ich toll. Da hinten ist ein Hirsch. Wollen wir es nochmal versuchen? Natürlich. Absolut vorbei. Rennt er wie wild hin und her. Aber der scheint irgendwie festzuhängen oder der ist schon über alle Berge. Er ist schon über alle. Also, was kann ich tun, um die zu erwischen? Muss ich denen eine Falle stellen oder
hoffen, dass sogar durchs Wasser hier durchhüpfen. Wo ist er jetzt hingerannt? Gesoffen oder versteckt? Die spawnt wahrscheinlich wieder. Ist ja auch interessant. Verschwinden die einen? Na gut. Okay. Dann muss ich jetzt, weil das so traurig ist, dass ich das irgendwie nicht gebacken kriege mit den Jungs, meine Wut Odil auslassen. Bist du da? Ja, du bist da. Kurz nochmal Ausdauer tanken. Und rein da. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen, ohne getroffen zu werden. Nee, natürlich nicht. Du. Perfekt. Okay, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich werde jetzt nach Hause laufen, werde das Fleisch, was wir hier gemacht haben, nochmal aufkochen und die Bandage noch zusammenbasteln, die wir zusammenbasteln können. Und dann werden wir uns morgen auf die große Reise machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like da oder auch einen Kommentar. Die Abstimmung läuft, wie gesagt, mit der Base Location noch. Macht's gut, wir sehen uns morgen. Tschüss.